Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video reden wir wahrscheinlich über das nächste große, und zwar richtig große Update für die 1.8. Für diejenigen, die noch überhaupt nichts mitbekommen haben wegen einem neuen Update, am 5.4. um 20.18 Uhr hat Ancient Builds im Griefer Games Discord dieses Bild als Spoiler mit dem Everyone Ping reingesendet. Ein Gerücht besagt, dass bald eine neue Dimension auf dem 1.8 Netzwerk auftauchen könnte. Im Thread zur News habe ich dann noch ein bisschen noch mit Syntax geschrieben und dabei habe ich erfahren, dass es bereits schon mal einen Leak zu diesem Update in einem der vergangenen News in einem Spoiler versteckt war. Dazu befinde ich mich jetzt im Forum und wir müssen jetzt auf einen Newsbeitrag, der nicht von diesem Jahr ist, und das ist eigentlich relativ simpel. Welche, und zwar das Custom Blocks Update. Das war auch, hat er mir geschrieben, der erste Beitrag, den er oder die erste News hier verfasst hat. Das war das große Custom Blocks Update. Das kam am 26. Oktober 2023 und seitdem ist dieser Leak da drin. Aber nicht viele haben ihn mitbekommen. Ich ebenso wenig, weil ich dachte, ja, hier neue Blöcke habe ich kurz mal überscrollt und fertig. Was aber viele nicht gesehen haben, hier gibt es einen Spoiler, den kann man sich anzeigen lassen. Und dort haben wir schon ein Bild zu einem Spawnpunkt, der recht ähnlich zu den, ich glaube, auf der Cloud zum Nether oder Farmwelt ist. Da haben wir ja auch diese großen Tafeln. Und hier haben wir eben den Text zu den oben erwähnten, nun fertiggestellten Custom Blocks aus älteren Updates, zählen natürlich auch die Blöcke des Zauberwalds. Die sind aber bisher noch gar nicht ins Spiel gekommen. Er wurde zwar schon öfter verschoben und liegt auch noch in der Zukunft, der Zauberwald ist aber noch nicht in Vergessenheit geraten. Das kam letztes Jahr Ende Oktober raus und jetzt kam die Woche von Ancient Builds ein Spoiler zur neuen Dimension auf dem 1.8 Netzwerk. Und wenn wir uns jetzt mal dieses Bild hier ansehen und diese Blöcke vergleichen zum Spoiler, das sind 1:1 dieselben Blöcke, also wird das hier höchstwahrscheinlich der Spawnpunkt zum Zauberwald sein. Ich habe mich jetzt mal in eine Einzelspielerwelt begeben, denn dort können wir mit der Custom Blocks Mod auch Blöcke ansehen, die aktuell noch nicht auf Griefer Games erschienen sind, aber schon in der Mod enthalten sind. Wenn wir jetzt mal ins Inventar gehen und hier auf die zweite Seite gehen, dann haben wir nämlich zum Beispiel hier oben rechts schon die Pflanzen und hier sind etliche, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nehme ich an, für den Zauberwald alle möglichen Pflanzen, und hier haben wir das blaue Laub. Und diese beiden Farben, die haben wir ja schon in den Spoilern gesehen. Hier sind dazu auch die Pilze. Und wenn wir jetzt uns auch mal hier die anderen Blöcke ansehen, zum Beispiel hier, dann haben wir hier zum Beispiel schon die abgeänderten Grasblöcke oder eine Zauberholztür. Ebenso haben wir hier Permafrost-Lavastein-Erz und Permafrost-Rainbow-Erz. Ob das natürlich jetzt alles in diesem Update drin sein wird, ist natürlich nur Spekulation. Ist natürlich alles möglich, will ich aber hier noch nicht festsetzen. Es wird sich aber für die meisten auch die Frage gestellt haben, was wird man denn in dieser neuen Dimension machen können? Beziehungsweise, wie wird denn das Ganze nämlich aussehen? Denn das sind ja alles Blöcke für die Custom Blocks. Und wenn ein Spieler keine Custom Blocks hat, beziehungsweise auch für die Bedrock-Spieler, da bin ich auch mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Wie das Ganze denn verallgemeinert funktionieren soll für die Leute, die zum Beispiel nicht die Chance haben, diese Mod zu benutzen. Es gibt ja auch Xbox PlayStation-Spieler, die so auf Griefer Games kommen. Was mir aber auch noch auf dem Spoilerbild auf dem neuesten aufgefallen ist, wir sehen nämlich dort in der Luft eine Wolke bzw. eine Insel, die von mehreren kleinen Inseln umrandet ist. Und auf dieser großen Insel haben wir so eine Art Halle oder Gebäude. Was man auch sagen kann und was man sieht, wir haben nicht nur die neuen Custom-Blöcke dort drinne, sondern haben umliegend, für mich sieht das so aus, als wären da auch noch Fichtenbäume umdrum, wie eine normale Minecraft-Landschaft. Da stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie groß wird denn diese Dimension sein? Wird sie unendlich weit wie eine normale Minecraft-Welt sein, einfach neu generiert mit teils alten und jetzt diesen neuen Blöcken? Und was wird man daran machen können? Wird man jetzt farmen können und diese Blöcke dann zum Bauen benutzen? Wird es eine Art Quest-System geben,
wo man in diese Welt dafür gehen muss. Dafür gibt es leider noch keine Infos. Ich bin auch gespannt, wann dieses Update erscheinen wird. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr denkt, was man dort machen könnte. Ich gehe davon aus, dass es jetzt ein standfester Bestandteil von Griefer Games wird, wenn dieses Update erscheinen wird und nicht nur so ein kurzes Event wird. Wenn das Ganze auf Griefer Games erscheint, werde ich natürlich dazu auch noch ein Video machen. Also gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es hier ein neues Griefer Games Video. Und ansonsten lasst gerne eine positive Bewertung da, eure Meinung in die Kommentare, eure Ideengänge. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Haut rein und ciao, Leute.